Dieses Video wird unterstützt von watchbetter.com. Schau unsere Videos schon eine Woche eher auf der Plattform und tu damit auch noch der Umwelt was Gutes. Link in der Videobeschreibung. Und damit ein tierisches Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Aquaterra TV. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute geht es mal um eure Fragen. Also ihr könnt mir ja Fragen unter die verschiedensten Videos stellen und die werde ich heute in diesem Video mal beantworten. Übrigens, ihr hört es vielleicht schon. Ich bin ein bisschen kränklich, deswegen mache ich heute eine ganz entspannte Runde. Also nehmt euch einen Kaffee oder einen Kakao oder einen Tee. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Wir beantworten jetzt eure Fragen. Los geht's. Kleine Anmerkung, die Teststreifen sind sehr ungenau. Wer richtig testen will, sollte einen Tröpfchentest verwenden. Ja, das hat Benjamin Dickehut unter unserem Video über den Wasserteil im Terrarium geschrieben. Und da vielen Dank an dich für diesen Kommentar. Das stimmt natürlich, also die Teststreifen sind relativ ungenau. Aber nichtsdestotrotz dienen die dazu, um erstmal so einen groben Hinweis zu bekommen, wie denn die Wasserwerte in einem Paludarium oder einem Aquarium sind. Dafür reichen die auf jeden Fall. Aber wenn man das genau wissen will, dann empfiehlt es sich da den Tröpfchentest zu machen. Und da auch ein Tipp von mir an euch, wenn ihr das machen wollt und das auch professionell machen wollt, ohne dass es euch was kostet, dann geht gerne in einen Zoolad in eurer Nähe, denn da gibt es manchmal die Möglichkeit, gratis Wassertests zu machen. Da nehmt ihr dann einfach ein Glas mit. Wichtig ist, dass es ein Wasserglas ist oder ein Glas halt als Glas, jetzt nicht irgendwie ein Plastikglas, sondern halt aus Glas das Glas. Ich hoffe, das war verständlich. Weil dadurch werden halt die Wasserwerte nicht verfälscht, wenn man das halt zum Beispiel in einem Plastikbecher oder in einer Tupperdose oder irgendwie sowas reinmacht, dann kann es halt sein, dass dadurch die Wasserwerte verändert werden, was natürlich Watchbetter.com. Schau unsere Videos. Dieses Video wird unterstützt von Watchbetter.com. Schau unsere Videos schon eine Woche eher auf der Plattform und tu damit auch noch der Umwelt was Gutes. Link in der Videobeschreibung. Und damit ein tierisches Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Aquaterra TV. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute geht es mal um eure Fragen. Also ihr könnt mir ja Fragen unter die verschiedensten Videos stellen und die werde ich heute in diesem Video mal beantworten. Übrigens, ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen kränklich, deswegen mache ich heute eine ganz entspannte Runde. Also nehmt euch einen Kaffee oder einen Kakao oder einen Tee. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Wir beantworten jetzt eure Fragen. Los geht's. Kleine Anmerkung, die Teststreifen sind sehr ungenau. Wer richtig testen will, sollte einen Tröpfchentest verwenden. Ja, das hat Benjamin Dickehut unter unserem Video über den Wasserteil im Terrarium geschrieben. Und da vielen Dank an dich für diesen Kommentar. Das stimmt natürlich, also die Teststreifen sind relativ ungenau. Aber nichtsdestotrotz dienen die dazu, um erstmal so einen groben Hinweis zu bekommen, wie denn die Wasserwerte in einem Paludarium oder einem Aquarium sind. Dafür reichen die auf jeden Fall. Aber wenn man das genau wissen will, dann empfiehlt es sich da den Tröpfchentest zu machen. Und da auch ein Tipp von mir an euch, wenn ihr das machen wollt und das auch professionell machen wollt, ohne dass es euch was kostet, dann geht gerne in einen Zoolad in eurer Nähe, denn da gibt es manchmal die Möglichkeit, gratis Wassertests zu machen. Da nehmt ihr dann einfach ein Glas mit. Wichtig ist, dass es ein Wasserglas ist oder ein Glas halt als Glas, jetzt nicht irgendwie ein Plastikglas, sondern halt aus Glas das Glas. Ich hoffe, das war verständlich. Weil dadurch werden halt die Wasserwerte nicht verfälscht, wenn man das halt zum Beispiel in einem Plastikbecher oder in einer Tupperdose oder irgendwie sowas reinmacht, dann kann es halt sein, dass dadurch die Wasserwerte verändert werden, was natürlich ungünstig ist. Deswegen nehmt euch ein Glas, packt da euer Aquarienwasser oder Paludariumwasser rein und geht dann damit zu eurem Fisch- oder Zoofachgeschäft eurer Wahl und dort machen die meistens dann einen entsprechenden Wassertest auch for free und geben euch dann auch Tipps, was ihr dann alles für Chemikalien dann noch in euer Wasser reinpacken könnt, damit das Wasser dann halt optimal für eure Tiere dort ja aufbereitet ist. Woher ist das Vitaminpulver? Leon hat das gefragt unter dem Video, ob denn Leopardgeckos auch gefährlich beißen können. Und da hatte ich so ein bisschen auch darauf angemerkt, dass man ja Leopardgeckos auch mit Vitaminpulver und Mineralpulver füttern sollte. Und tatsächlich bin ich da so ein bisschen am Rumprobieren, was jetzt das ideale Vitaminpulver ist. Ich habe euch aber meine Auswahl unter diesem Video hier verlinkt, also klickt da gerne mal rein. Auch gerade jetzt für die Weihnachtszeit sind das so Sachen, die man gut auch jemandem schenken kann, der quasi irgendwie was mit Aquaristik oder Terroristik zu tun hat. Beziehungsweise eher mehr Terroristik, weil da braucht man das Vitaminpulver meistens. Da kann man dann sich auch mal ein bisschen rumprobieren. Ich benutze auch gerne Sachen, wo schon Mineralien und Vitamine zusammen in einer Verpackung quasi drin sind, beziehungsweise zusammen gemischt sind. Aber manchmal hilft es auch,
gerade bei verschiedenen Tieren, wenn man da ein bisschen das selber dosiert. Deswegen sollte man quasi einmal so ein festes Gemisch haben, aber dann halt auch so ein paar verschiedene, zum Beispiel Vitaminpulver extra, falls es da irgendeinen Mangel gibt, dass man das dann auch einzeln füttern kann. Außerdem kann man auch überlegen, zum Beispiel von Exoterra gibt es da solche Tröpfchen mit Mineralien, die man dann ins Trinkwasser reinmachen kann. Benutze ich auch. Ob das jetzt so einen Effekt hat, habe ich jetzt noch nicht rausfinden können. Hat auf jeden Fall keinen negativen Effekt, von dem her alles gut. Ich denke nicht, dass du mit einer Einrichtung bei 100 bis 150 Euro bist. Thermometer, Hygrometer, Zeitschaltuhr, Höhlenverstecke, Natursteinplatten, Bodengrund und natürlich die teure Mangrovenwurzel. Da reichen 150 Euro meiner Meinung nach nicht, um dahin zu kommen. Das hat Marcel geschrieben unter den letzten Videos, wo ich ja so ein bisschen gequatscht hatte, wie viel denn so eine Anschaffung kostet. Und das sind wirklich auch bloß Werte, die quasi mindestens sind und wo man auch viel mit DIY-Sachen arbeitet. Also gerade so Höhlen selber bauen ist natürlich deutlich günstiger, als wenn man sich Höhlen irgendwo im Zufachgeschäft kauft. Da muss halt natürlich jeder auf seinen Beutel quasi gucken, auf seinen Geldbeutel. Und das ist natürlich auch immer ganz, ganz unterschiedlich und das habe ich auch in den Videos mehrfach betont, das betone ich auch jetzt nochmal, ganz unterschiedlich, was ihr denn für Tiere bei euch drin habt. Wenn ihr zum Beispiel ein größeres Terrarium habt, logischerweise kostet das dann deutlich mehr, als wenn ihr jetzt bloß ein Terrarium habt, wo zum Beispiel eine Spinne drin ist, dann sind da die 100 bis 150 Euro auf jeden Fall eine gute Summe, um da auch die entsprechendes Terrarium einzurichten oder auch für Skorpione zum Beispiel, um dann Bodengrund und ein paar Höhlen und vielleicht ein paar Sukkulenten dort das Ganze gut einzurichten. Auch Marcel hat uns gefragt, hey, hast du die Pricks so gekauft oder aus einer Platte rausgeschnitten? Das war unter dem Rückwandbau Teil 1. Da habe ich ja so ein bisschen erklärt, wie ich dann die Rückwand für die Leopardgeckos neu gestaltet habe, dass die so ein bisschen aussieht wie so ein Mauerwerk quasi, wo die jetzt da drin hausen, auch so mit so Rissen. Also ich finde wirklich, dass das jetzt einer meiner besten Rückwände geworden ist, die ich gemacht habe für quasi die Leopardgeckos oder für so Wüstenterrarium. Ich finde die echt gut gelungen, auch mit diesem Holz da drin. Da auch nochmal Dankeschön an terraristikshop.net für die Unterstützung und natürlich auch an Rana Terrarienbau, die uns da mit diesem Holz ausgekleidet haben. Ja, und bei diesen Platten ist es so, dass man die im Baumarkt nur kaufen kann. Also du kriegst da keine Bricks so wirklich gekauft. Ist meistens auch teurer, wenn es dann die irgendwo mal geben sollte. Ich habe es noch nie gesehen, aber falls es die irgendwo geben sollte, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann teurer sind. Deswegen habe ich einfach diese Platten genommen. Die gibt es auch in verschiedenen Dicken. Ich glaube, ich habe da 50 mm genommen, also 5 cm. Und ich glaube auch 100 mm, also 10 cm. Und da dann quasi einfach die Bricks rausgeschnitten. Hat wunderbar funktioniert. Das kann man einfach mit einer Stichsäge machen. Da geht es am einfachsten. Mit einem Cuttermesser wirst du dann nicht so weit kommen, weil das einfach viel zu dick ist. Und gerade wenn man da mit Styropor arbeitet oder auch Styrodur, was wir jetzt genommen haben, ist es einfach viel zu fest. Und wenn man da mit so einer Klinge versucht, da durchzukommen, dann rackert man sich da ganz schön ab. Deswegen einfach so eine Stichsäge nehmen. Da geht es auf jeden Fall ganz gut. Haben wir auch so ein bisschen im Video erklärt. Also schau dir das gerne nochmal an. Und dann kann man da die Bricks sehr, sehr gut zusammenbauen. Und da passt auch jetzt gleich schon die nächste Frage von dir mit rein. Wie habt ihr das Styropor an der Glasscheibe befestigt? Habt ihr jeden Brick einzeln mit Silikon eingeklebt oder sie einfach so drinnen liegen lassen? Aber fällt die Rückwand nicht auseinander, wenn man sie nicht einklebt? Das war von Just Vic ein Kommentar auch unter diesem Video zur Rückwand. Ich sehe, ihr seid da sehr interessiert, wie man solche Rückwände baut. Vielleicht kommt da auch bald wieder neue Sachen dazu auf euch zu. Und nee, wir haben das so gemacht, dass wir quasi erstmal die ganzen Bricks aufgestapelt haben. Das sieht man auch so ein bisschen im Video, dass wir die erstmal grob hingelegt haben, um zu gucken, wie das denn am besten aussieht und dann halt erst festgeklebt. Und das haben wir auch so gemacht, dass wir jeden Brick quasi einzeln rausgenommen haben, dann hinten ein bisschen Silikon drauf gemacht haben und dann wieder rangepresst. Auch zwischen den Bricks einzeln haben wir dann quasi Silikon reingemacht, sodass die auch untereinander festhalten. Und ich habe es bei der letzten Rückwand genauso gemacht. Da hatten wir ja noch dieses Schichtenmodell, wo wir quasi die einzelnen Platten übereinander geschichtet hatten, ohne dass wir da jetzt so einzelne Bricks hatten. Und ich muss sagen, als ich das dann wieder alles abgerissen habe, was man auch in dem Video sieht, da ging das auch ganz gut mit dem Silikon wieder ab. Also man nimmt dann einfach so einen Spachtel mehr oder weniger und spachtelt das dann so ein bisschen ab. Das klappt ganz gut und da ist auch das Silikon relativ einfach abzubekommen. Und auch jetzt war es in eigener Sache und zwar sind wir bei Aquaterra TV hier gerade dabei, uns ein bisschen umzustrukturieren. Erstmal großes Dankeschön an Luca, der schneidet hier gerade das Video. Wenn es euch gefällt, so ein bisschen ein neues Schnittstil mit diesen Texten und alles und so weiter und so fort, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal Danke Luca in die Kommentare, da würde er sich bestimmt richtig freuen.
Und damit verbunden ist auch ein neues Konzept, was wir jetzt fahren wollen. Das wird dann aber eher im nächsten Jahr kommen. Was wir jetzt aber schon ein bisschen umstrukturieren wollen, ist unser Video-Upload. Aktuell kommen die Videos immer Sonntag 15.15 Uhr. Das wollen wir jetzt ein bisschen ändern. Und da seid ihr natürlich jetzt gefragt, wann wäre es denn euch lieb, wann wir hier diese Videos hochladen? Eher am Freitag oder doch lieber Sonntag? Stimmt das mal gerne ab. Ich habe euch mal eine Abstimmung auf YouTube verlinkt. Da könnt ihr gerne mal abstimmen und sagen, ob euch den Freitag lieber ist, weil dann habt ihr das ganze Wochenende und könnt das ganz entspannt dann für euch schauen. Und da sind wir auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, was ihr da sagt. Ich habe gerade ein 40x30x25 Terrarium und will mir das für Vampirkrabben einrichten. Nur ich muss sagen, ich komme aus der Aquaristik und tue mich noch ein wenig schwer an der Terraristik. Ich komme irgendwie nicht weiter, leider. Ja, das ist kein Problem, dafür gibt es ja solche Kanäle wie Aquaterra TV, da bist du auf jeden Fall gut beraten. Und gerade zu Vampirkrabben haben wir auch schon sehr, sehr viele Videos gemacht, also schau da gerne mal über unseren Kanal drüber. Generell muss man sagen, für Vampirkrabben bietet es sich nur an, ein Terrarium zu haben. Also ein Aquarium macht da nicht so wirklich Sinn, weil die auch viel Luft brauchen und eine gewisse Belüftungszirkulation. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, ich hatte ja am Anfang, glaube ich, da auch ein Aquarium für verwenden wollen, bin aber schnell relativ davon der Idee abgekommen, das quasi in ein Aquarium zu nehmen, weil die halt diese Belüftung brauchen. Und habe mir dann einfach bei eBay, gibt es da relativ günstig so Terrarien, die man dann kaufen kann von diversesten Anbietern. Und habe ich mir dann einfach auch so ein Terrarium gekauft, beziehungsweise dann auch ein zweites, weil die eigentlich echt gut waren. Und habe dann da meine Vampirkrabben reingepackt. Später kam ich dann ja in das Paludarium rein, habt ihr vielleicht gesehen. Und das hat eigentlich auch alles recht gut funktioniert. Siehst du mehrere Versuchen in einem Terrarium auf und klappt das? Danke für die Frage, Wonny Wonne. Wilder Name an der Stelle. Ich habe es versucht, aber es ist so, dass das quasi nicht funktioniert. Also die Kleinen, die müssen einzeln gehalten werden, ist mir jetzt aufgefallen. Zu den Besseren, man kann dann ein bisschen individueller auf die Kleinen schauen. Bei Leopardgeckos ist es anders, da kann man die zu zweit in einem Aufzuchtterrarium halten. Das klappt ganz gut, wenn man sich da auch so ein bisschen dran versucht, dass man die Leopardgeckos quasi getrennt füttert, beziehungsweise halt auch beim Füttern darauf achtet, dass halt beide genügend Futter bekommen. Und wenn halt einer nicht frisst, dann nimmt man den halt raus. Aber gerade bei den Versuchen ist es besser, wenn man die einzeln aufzieht. Und damit schließen wir auch das letzte Hashtag FragAquaterraTV. Und zwar mit der Frage von Jan Neckner. Und zwar, wir brauchen mehr Videos und wann kommt das nächste Leopardgecko-Video? Ja, vielen Dank für deine Frage, Jan, oder für deine Anmerkung. Tatsächlich kommt das nächste Leopardgecko-Video bald, weil die gehen dann in die Winterruhe und dann werde ich das natürlich auch wieder begleiten, wenn die dann in die Winterruhe gehen. Und wenn du oder ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gern diesen Kanal, ist völlig kostenlos und würde uns halt riesig helfen, dabei uns weiter auszubreiten hier mit Informationen. Außerdem haben wir natürlich noch weitere Fragen beantwortet in unserem Podcast Hinterglas heißt der. Die kann man echt empfehlen, da schalten auch schon viele von euch immer wieder ein und hören da gespannt zu. Da tue ich zusammen mit God of Sloth, einem Aquaristiker, quasi über die verschiedensten Aquaristik- und Terroristik-Themen quatschen. Manchmal auch ein bisschen privatere Details, also es wird auf jeden Fall immer sehr, sehr lustig dabei. Und ich empfehle da jedem mal reinzuhören, Hinterglas auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter und so fort, kann man sich alles überall kostenlos reinziehen. Ich habe euch das mal auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, klickt da gerne mal vorbei und hört euch das mal entspannt an, gerade jetzt über die nächsten Tage. Wenn es ein bisschen entspannter wird, kann man sich das auf jeden Fall sehr, sehr gut gönnen. Und da haben wir natürlich auch verschiedenste Fragen von euch, dann nochmal ein bisschen ausführlicher, auch mit einer Aquaristik-Expertenmeinung quasi dort gestellt. Ansonsten war es das auch mit diesem kurzen Video. Ich werde mich jetzt weiter ausruhen, weil ihr habt es gehört, ich bin ein bisschen erkältet. Ich wollte aber trotzdem gerne dieses Video machen, um euch einfach ein paar Fragen zu beantworten. Wenn ihr wieder irgendwelche Fragen habt, dann stellt die gerne mit dem Hashtag FragAquaterraTV unter den Videos, dann finde ich die schneller und kann die dann in dem nächsten Video hier beantworten. Ansonsten freue ich mich darauf, auf eure Abstimmung, wann denn hier das neueste Video kommen soll, Freitag oder Sonntag. Und bis dahin, macht's euch gut, passt auf eure Tiere auf und ciao. Schade, Video schon vorbei? Macht nichts, wir empfehlen dir diese zwei Videos von uns. Vergiss uns aber vorher nicht zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Und lass gerne ein Like da. Bis nächste Woche.